Hallo, mein Name ist Carlo Koch. Ich bin ehrenamtlicher Ausbilder beim Deutschen Roten Kreuz. Darstellerin ist heute Verena Wels. Wir wollen euch heute zeigen, wie man einen Druckverband anlegt. Ein Druckverband ist immer dann erforderlich, wenn wir eine stark blutende Wunde haben. Zunächst einmal müssen wir dafür sorgen, dass die Person sitzt oder gar liegt und wir das betroffene Körperteil hochhalten. Das machen wir deshalb, damit der Druck in der Wunde nachlässt und die Blutung weniger wird, und das Sitzen deshalb, damit die Person uns nicht kollabiert und auf dem Boden aufschlägt. Nach Möglichkeit sorgen wir dafür, dass noch ein zusätzlicher Helfer den Arm hochhält, denn der wird für die Person sehr schwer nach kurzer Zeit. So, in der Zwischenzeit habe ich Verbandmaterial besorgt. Ich verwende dazu jetzt ein Verbandbändchen. Die Kompresse kommt direkt auf die Blutung und dann drehe ich die Binde einmal, damit ich das gut abrollen kann. So, nach 2 oder 3 Umdrehungen wickle ich eine verpackte elastische Binde oder Fixierbinde ein, einmal so über die Kanten, und sorge dafür, dass das nicht verrutscht. Warum nehme ich eine eingewickelte Binde? Aus dem ganz einfachen Grunde, damit ich eine bessere Kontrolle über den Druckverband habe, denn die Binde soll sich ja nicht vollsaugen. Ich will ja nicht das Blut auffangen, was rausläuft, sondern ich will die Blutung stillen und stoppen. Und so habe ich eine gute Kontrolle darüber, denn wenn der Druckverband nicht richtig ist, dann wird sehr schnell hier seitlich irgendwo wieder Blut rauslaufen. So, wenn ich jetzt so gegen das Ende komme, muss ich das irgendwo verknoten. Dazu muss ich aus einem Ende 2 machen. Das mache ich, indem ich hier eine Schlaufe ziehe und da wieder zurückgehe, wo ich hergekommen bin. Und jetzt kann ich direkt über dem Druckverband, über der Fixierbinde, ziehe ich 2-mal hier durch und habe einen Knoten, der sitzt. Den kann ich aber auch noch strammer ziehen oder noch strammer oder gegebenenfalls auch wieder etwas lösen. Sollte jetzt nach kurzer Zeit hier stark Blut rauslaufen, müsste ich gegebenenfalls nachziehen oder einen zweiten Druckverband hier direkt drüber legen. Wichtig ist allerdings, dass ich jetzt dann den Rettungsdienst benachrichtige.